Ein arbeitsamer Freitag auch hier in Deutschland, nicht nur bei der G7 oder bei Alexander Gerst im All, sondern auch die Bundestagsabgeordneten sind hier gefordert, zumal gleich am Anfang es eine Änderung geben wird. Die Koalition setzt einen neuen Punkt auf, nämlich die Änderung des Parteiengesetzes. Wir wollen uns aber gleich hier im Interview auch eher damit beschäftigen, mit der Musterfeststellungsklage. Das ist eine der zentralen Punkte im Koalitionsvertrag, nachdem gestern der Familiennachzug für subsidiäre Flüchtlinge hier in der Kernzeit gelesen wurde. Aber zunächst will ich mal meine Gäste fragen, was das jetzt mit der Änderung des heutigen Tagesordnungspunkts Parteiengesetz zu tun hat. Und dazu begrüße ich Kirsten Lühmann. Sie ist die Sprecherin für Verkehr für die SPD und Oliver Krischer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Frau Lühmann, also nochmal, das Parteiengesetz wird hier aufgesetzt. Die Opposition ist entsetzt, weil Sie sagen, wir haben das erst Dienstagabend gehört. Warum diese Eile? Die Spitzen der beiden Koalitionsfraktionen haben festgestellt, dass wir unserem Anspruch aus dem Grundgesetz nicht mehr nachkommen können. Der sagt nämlich, dass wir die Bevölkerung informieren müssen, dass wir als Parteien auch an der Willensbildung teilnehmen. Und aufgrund der neuen Kommunikationsformen ist das in dem nicht mehr so möglich, wie wir uns das alle vorstellen. Und darum haben die beiden Fraktionen entschieden, dass sie das Parteiengesetz ändern. Und dazu gibt es Vorgaben vom Verfassungsgericht, die werden eingehalten. 2017 gab es 161 Millionen vom Staat für die Parteien. Das ist auch völlig legitim. Das ist ein Teil der Parteienfinanzierung. Da gibt es eine dynamische Angleichung von 2,5% in den letzten Jahren. Dies hier sind jetzt 15%. Warum auf einmal so viel? Diese 15% erscheinen viel, aber es ist noch nicht mal das, was rein rechtlich möglich wäre, wenn wir die Höchstgrenzen ausschöpfen. Also das Gesetz sagt ja, dass wir nicht mehr von dem Staat bekommen können, als wir durch Parteispenden oder durch Einnahmen von Parteimitgliedern bekommen. Und diese Grenze wird noch lange nicht gerissen. Das heißt, wir bleiben deutlich unter der Höchstgrenze, die das Verfassungsgericht für die Parteienfinanzierung vorsieht. Herr Krischer, die AfD sagt, es ist ein erneuter Versuch der etablierten Parteien, sich die Taschen mit Steuergeldern zu füllen. In der Tat kann ich mir den Aufschrei bei vielen Bürgern auch wieder vorstellen, die Politiker wollen mehr Geld, unser Geld. Ja, hier ist vor allen Dingen das Problem das Verfahren, weil das wird hier kurzfristig eingebracht, soll in einer Woche durchgepeitscht werden, keine ordentliche Anhörung, keine ordentliche Debatte, die hier stattfinden soll. Und ehrlich gesagt, wir wissen doch alle, was das für sensible Themen sind, Parteienfinanzierung und dass man jetzt so kurz vor der Weltmeisterschaft, wo auch in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit wieder etwas zurückgeht vielleicht für politische Debatten, dass man versucht, da so etwas durchzusetzen, das halte ich ehrlich gesagt für ein Unding. Die Große Koalition sollte, wenn sie das für richtig halt. Ich halte es in der Sache für falsch, weil Digitalisierung müssen alle finanzieren. Da kann man nicht sagen, man muss jetzt die Parteienfinanzierung erhöhen. Aber wir sollten uns auf jeden Fall ein ordentliches Verfahren mit ordentlichen Anhörungen und einer vernünftigen Transparenz gönnen. Das ist bei dem Verfahren, wie es die Koalition will, nicht gewährleistet. Aber außer der AfD, will ich mal sagen, sind die anderen Fraktionen hier im Hause der Meinung, es muss eine deutliche Erhöhung geben, auch wegen der Problematik zum Beispiel Digitalisierung. Die Linke sagt, also wir wollen das aber gerne konditionieren, unsere Zustimmung. Wir würden nur zustimmen, wenn zum Beispiel auch Parteispenden von großen Unternehmen verboten werden würde. Das sehen die anderen sicherlich anders. Was fordern denn die Grünen? Also ich will erstmal überhaupt über das Thema auch in meiner Fraktion reden können. Ich habe zum ersten Mal am Dienstag von diesem Vorgang gehört. Jetzt soll es ja schon Anfang nächster Woche verabschiedet werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen Vorschlag unterstützen. Aber da muss erstmal überhaupt eine Debatte darüber stattfinden. Die Große Koalition hat sich hinter verschlossenen Türen ja offensichtlich darauf schon verständigt. Und deshalb ist der allererste Schritt ein ordentliches Verfahren. Und dann kann man sehen, ob man das machen will. Ich glaube, dass das in meiner Fraktion sehr, sehr kritisch gesehen wird. Beim Geld hört der Spaß auf. Wir wollen mal zur Musterfeststellungsklage kommen. Da stellen sich momentan ja auch viele Dieselfahrer die Frage, wie kann ich mich eigentlich wehren gegen diese großen Konzerne? Und da sagt die Koalition unter anderem, wir haben ja verabredet, diese Musterfeststellungsklage, die übrigens in der vergangenen Legislatur zwischen SPD, CDU und CSU sich nicht so ganz geeinigt, dann liegen blieb. Jetzt hat man sich geeinigt und aber genau sagen, was jetzt dahinter sich verbirgt, kann eigentlich einem kaum einer, wenn ich mich in der Vorbereitung damit beschäftige. Wie soll denn das konkret vonstatten gehen?
Wir haben jetzt die Situation, dass jeder Kunde, jede Kundin einzeln ihr Recht erklagen muss. Und gegen zum Beispiel einen großen Automobilkonzern, aber auch gegen einen Kosmetikkonzern oder sowas, ist das natürlich sehr teuer und sehr langwierig. Und wenn ein Kunde, eine Kundin gewonnen hat, muss der nächste Kunde wieder ganz von vorne anfangen. Wir haben gesagt, das ist ein Ungleichgewicht. Da haben die großen Konzerne einen Riesenvorteil gegenüber den vielen Einzelnen. Und jetzt sagen wir, einer klagt für alle. Also ein sehr solidarisches Prinzip. Wenn einer gewinnt, müssen die anderen zwar immer noch ihre Rechte geltend machen, aber dann wird man das Verfahren verkürzen und wird auf dieses erste Urteil zurückgreifen. Das ist schon klar, aber einer klagt gegen alle, hört sich ganz einfach an, ist es aber nicht, denn es klagt ja, ja nicht ein, alle, es klagt ja für alle, es klagt ja nicht ein Autofahrer, sondern dann eben, ja, wer ist es denn eigentlich, wer da klagen darf? Die Autofahrer müssen sich ja bei Organisationen melden, die dann für sie klagen, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, die Frage ist natürlich, wenn ein einzelner Mensch klagt und es geht in die nächste Instanz, es geht ja auch um hohe Summen, die Frage ist, kann diese Person das eigentlich finanziell leisten? Und darum haben wir gesagt, wir wollen auch die Möglichkeiten für Verbände haben zu klagen. Und das haben wir in das Gesetz so reingeschrieben. Ja, das sagt sich so leicht, aber anerkannte Verbraucherschutzverbände, man kennt ja das aus Amerika, da gibt es eine ganze Klageindustrie. Und in diesem Gesetzentwurf, wenn man den so liest, so ganz klar, Herr Krischer, ist mir zumindest nicht geworden, wie diese Verbraucherschutzorganisationen eigentlich ausgesucht werden. Wer ist denn seriös? Ja, das ist genau das Problem. Man lässt hier gar nicht zu, dass Menschen sich zusammentun können und klagen. Das wäre eigentlich der richtige Herangehensweise, sondern man wählt am Ende nach für mich auch nicht transparenten Kriterien Organisationen aus und sagt, die sollen klagen dürfen. Die sollen das dann einmal für alle irgendwie durchklagen können. Aber das nützt auch den Betroffenen dann nichts, weil der Einzelne muss nach diesem Gesetzentwurf dann nachher auch nach dieser Musterklage wieder selber zum Gericht gehen und seinen Schadenanspruch geltend machen mit langwierigen Verfahren und Kosten. Und das ist ehrlich gesagt, das bringt eigentlich, das ist ein Gesetz, wo eine schöne Überschrift drüber steht. Die Substanz dieses Gesetzes bringt uns überhaupt nicht weiter, dass wir hier endlich mehr Verbraucherrechte kriegen. Sie widersprechen aber, wenn ein Konzern verklagt wird und wirklich Schuld bekommt, dann muss doch der Einzelverbraucher tatsächlich in seiner Sache nochmal klagen. Das ist richtig, aber das ist weder teuer noch langwierig, wie Herr Krischer das sagt. Das ist ja gerade diese einer für alle das Prinzip. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug hätte, das betroffen ist, müsste ich klagen und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Das kann sehr teuer sein. Erste Instanz verliere ich, gehe ich in die zweite, gehe ich weiter. Wenn es eine Musterfeststellungsklage gegeben hat und ein Gericht hat festgestellt, dass ein Konzern zu Schadenersatz verpflichtet wird, dann ist das Risiko für meine Klage gegen null. Denn ich kann mich ja immer darauf berufen. Ja, wenn ein anderer ein Fahrzeug mit einem entsprechenden Dieselmotor hat und ich habe ein Fahrzeug mit dem gleichen Motor, dann kann ein Gericht nicht unterschiedlich entscheiden. Das heißt, das Risiko für mich, nach einer gewonnenen Musterfeststellungsklage selber zu klagen, geht gegen null. Und das war das Prinzip. Nochmal zusammengefasst, also wenn es eine Einigung auf der halben Wegstrecke gibt, dann kriegt jeder dieser Autofahrer, der da mitgeklagt hat, Geld. Wenn es, wenn der Konzern verklagt würde, dann muss er nochmal selber klagen, aber das geht dann ganz einfach. Ich verstehe nicht, warum man das so kompliziert macht. Man muss sich da als Verbraucher erst irgendwo registrieren, kriegt das vielleicht gar nicht mit, dann, wenn man das nicht gemacht hat, vor der Musterklage, dann kann man auch nachher nicht klagen. Warum machen wir es nicht so einfach, wie es auch in anderen Staaten, auch bei uns in anderen Rechtsbereichen üblich ist, dass wir sagen, es können sich Personen zusammenschließen und die können ein Gruppenklageverfahren einführen und dann wird in einem Verfahren für alle entschieden. Das wäre das Vernünftige. Das traut die Große Koalition sich aber offensichtlich nicht, weil es am Ende dazu führen könnte, dass Unternehmen, wie wir es bei Volkswagen haben, dann tatsächlich zu hohen Summen verurteilt werden. Ich glaube, diese Sache, die wir jetzt bekommen, das ist etwas wie die Mietpreisbremse. Das klingt gut, wirkt aber nicht. Weil Sie gerade VW sagen, auch andere Automobilkonzerne haben diese Software eingesetzt. Jetzt ist gerade der Fall Mercedes wird diskutiert. Aber jetzt kommt der Knackpunkt für die Autofahrer, 8,5 Millionen, die einen VW-Diesel gefahren sind. Das verjährt. Und zwar schon im Dezember. 2015 ist das aufgedeckt worden. Und die Politiker, ich kann mich gut erinnern, Verbraucherschützer, alle haben gesagt, wartet erst mal ab, nichts tun, abwarten. Ja, wenn ich jetzt so lange abgewartet habe, ich habe kaum noch Zeit, um meine Ansprüche umzusetzen. Na, wir haben zwei Dinge getan. Wir haben erstens sind auf VW zugegangen und die haben ja die Verjährungsfristen verlängert. Das heißt, sie haben freiwillig auf eine Verjährung verzichtet. Naja, freiwillig war es nicht ganz, aber wir haben das erreicht, dass sie es getan haben. Mit der Maßgabe, dass wir dann diese Klagemöglichkeiten schaffen.
schaffen. Das ist, Sie haben es angesprochen, in der letzten Legislatur nicht gelungen, obwohl wir ein fertiges Gesetz in der Schublade hatten, das eigentlich schon geeint war. Und darum möchten wir das jetzt sofort machen, damit wir das Gesetz so schnell wie möglich durch den Bundestag haben und dass wir eben bis zur Frist Ende des Jahres alle betroffenen Autofahrenden informieren können und sie sich an so einer Klage oder sich registrieren lassen, damit sie dann von so einer Klage profitieren können. Heißt aber auch, wenn ich nicht rechtzeitig mit auf den Zug springe, ist alles vorbei, weil 2015 wurde das aufgedeckt und meine Politiker auch im Wahlkreis haben gesagt, warte erst mal ab, was da passiert, Pustekuchen. Genau, das wird jetzt so passieren, dass, wenn das Gesetz überhaupt vor der Sommerpause beschlossen wird, dann tritt es irgendwann im Sommer in Kraft. Die betroffenen Autofahrer müssen sich registrieren. Wo? Wir haben ja noch gar keine Erfahrung, wie das alles laufen soll. Weiß keiner. Es wird jeder eine anwaltliche Beratung da in Anspruch nehmen müssen. Und ich glaube, das Ergebnis wird sein, dass Tausende von betroffenen Autofahrern am Ende eben dann unter die Verjährungsfrist fallen, weil sie nicht rechtzeitig das mitbekommen haben, das nicht erfahren haben. Und dann ist genau das passiert, was wir nicht wollten, dass nämlich am Ende die Ansprüche erlischen, weil dieses ganze Thema viel zu lange gedauert hat und die Große Koalition über Jahre nicht gehandelt hat. Herr Krischer, wenn das so wäre, dann ist ja die Frage, wären die jetzt besser dran gewesen, das war ja auch Ihre Frage, wenn die 2015 geklagt hätten. Und Sie wissen genau, wenn die Betroffenen 2015 geklagt hätten, hätten sie alle einzeln klagen müssen. Ein Riesenrisiko, ein riesenfinanzieller Aufwand. Eventuell wären jetzt die ersten erstinstanzlichen Urteile da. Da wäre die jeweils unterlegene Seite in die zweite Instanz noch mehr Geld. Also die Anweis oder der Hinweis, dass man doch bitte auf diese Musterfeststellungsklage einer für alle wartet, das war ein richtiger Hinweis, weil wir jetzt das Instrument haben, dass die Menschen ihr Recht bekommen. Hätten sie 2015 geklagt, wäre das sehr fraglich gewesen. Aber ich kann mich erinnern an die Debatte vor kurzem, die Kanzlerin hat gesagt, also wir haben ja schon Verbesserungen bei der Luftreinheit und die Automobilindustrie tut, was sie kann. Da sagen viele, natürlich tut sie nicht, was sie kann. Und ich als Verbraucher, der aus der Werbung auch unter anderem von VW und anderen Automarken so einen Diesel gekauft habe, weil der besonders sauber sein sollte, muss doch sagen, jetzt läuft mir die Zeit weg und die Automobilindustrie hat so gut wie nichts unternommen. Ist denn das gerecht? Nein, das ist natürlich nicht gerecht. Es ist auch nicht so, wie Frau Lühmann sagt, weil diejenigen, die geklagt haben, und es haben ja viele geklagt, die haben jetzt eine Chance auf Entschädigung zu kriegen, die sich auf die Große Koalition und die Ankündigung verlassen haben, die werden jetzt das Pech haben, dass sie möglicherweise unter diese Verjährungsfrist fallen. Und wir müssen noch einfach sagen, beim ganzen Thema Dieselskandal, das Problem ist überhaupt nicht gelöst. Wir haben nach wie vor fast 70 Städte, wo die Grenzwerte überschritten werden. Und selbst die neuen Fahrzeuge, Euro 6, die jetzt verkauft und ausgeliefert werden, halten die Grenzwerte nicht ein. Also das Problem ist auch fast drei Jahre nach Bekanntwerden des Abgasskandals überhaupt nicht mal ansatzweise gelöst. Herr Krischer, sprich es an, das finde ich unfassbar. Genau, diese neuen Autos halten das auch nicht ein. Und wir alle Autofahrer in Deutschland wissen seit Jahrzehnten, dass der angegebene Wert des Verbrauchs sowieso nicht stimmt. Warum, das hat mich immer schon geärgert, warum kann der Gesetzgeber dann nicht sagen, nicht auf dem Testband, sondern ihr fahrt diese Strecken real, wie der Verbraucher auch? Das hätte Ihnen Herr Krischer auch sagen können, denn er weiß sehr genau, dass wir genau diese Änderung gemacht haben. Diese neuen Euro 6D-Fahrzeuge ist natürlich richtig. Wenn Sie jetzt ein Euro 6C kaufen, den es natürlich noch angeboten gibt, würde ich nicht machen, weil die neue Technik 6D ist die Technik, die tatsächlich auf der Straße getestet wurde und die dann auch realere Werte haben. 1:1 Laborstraße werden Sie nie erreichen. Frau Lühmann, ich muss Ihnen ins Wort fallen. Dringend geht es nämlich los. Vielen Dank, Herr Krischer, auch, dass Sie da waren.